Isabelle guckt in die Welle aus ihrer Zelle und macht sich nass. Wird immer kälter, wie Eis mit Selter. Doch das gefällt ihr und macht ihr Spaß. Sie fühlt im Wasser sich dann leichter, wird immer feuchter bis zum Arm. Die Isabelle guckt auf der Welle in ihre Zelle, nun ist ihr warm. Wird immer kälter, die Eis und selter, doch das gefällt ihr und macht ihr Spaß. Sie fühlt im Wasser sich dann leichter, wird immer feuchter bis zum Arm. Die Isabelle guckt auf der Welle in ihre Zelle. Das Radio ist ein Dreikreiser. Es hat zwei Drehkondensatoren, die mit einer Welle verbunden sind. Sieht man hier, wie sie sich bewegen. Der Eingangskreis ist von Hand abstimmbar und dient der genauen Abstimmung der Herstellung des Gleichlaufes. Durch die 3HF-Verstärkerröhren entsteht eine sehr hohe Verstärkung, sodass es schnell zu Schwingneigungen des Verstärkers kommen kann. Aus dem Grunde ist dieser Empfänger als Neutrodynempfänger aufgebaut. Das heißt, die schädliche Anodengitterkapazität wird durch einen Trimmer neutralisiert, dass eine Schwingneigung minimiert wird. Anhand der ersten Stufe zeige ich, wie die Neutralisation erfolgt. Zuerst wird das Radio auf 1300 kHz eingestellt, danach ausgeschaltet und die erste Röhre entnommen. Dann schaltet man das Radio wieder ein. Wie man jetzt hört, kommt nur noch ein kleiner Anteil des Eingangssignales hindurch. Als nächster Schritt wird das Radio ausgeschaltet, damit ich die Heizspannung von der ersten Röhre trennen kann. Durch die solide Konstruktion ist das hier ganz einfach, indem man den Draht von dem Heizungsanschluss ablötet. Als nächstes wird die Röhre wieder eingesetzt und das Radio eingeschaltet. Das immer noch hörbare leise Signal, das trotz nicht geheizter Röhre hindurchkommt, muss jetzt mit diesem trimmbaren Kondensator kompensiert werden. Dazu sollte man einen Kapazitätsarmschraubenzieher verwenden. Mit dem eindeutigen Minimum ist die Neutralisation abgeschlossen. Live und ohne doppelten Boden wird die Heizung wieder angeschlossen.
die Kompensation der zweiten und der dritten Verstärkerstufe erfolgt auf gleiche Weise. Világítani egy-egy társadalom vagy társadalmi entitás mienségére. Gazdasági szempontból, ökológiai szempontból, biztonsági szempontból. Muzikálunk Richard Dušáni, myslím, otec dvojky, který mu je hvězdy. Byl to i blízký spolupracovník Petra Muka, a dokonce tak blízký, že byl i u těch, řekl bych, nejsmutnějších okamžiků. Rozumím, natáčíme to v době, kdy to budeme bohužel připomínat. Jonathan King, that's his first record, and he wrote the song himself. I like it a lot. Everyone's gone to the moon. Thank you.